Der Raiffeisen-Osterlauf im Bezirk Mödling geht in die sechste Runde. Neben den vielen kleineren, attraktiven und bereits traditionellen Laufevents haben Spitzen- und Hobbyläufer gleichsam die Chance, den Bezirk Mödling über 21,1 Kilometer des Raiffeisen-Osterlaufs am Ostermontag zu erkunden. Der Raiffeisen-Osterlauf im Bezirk Mödling ging am Ostermontag in seine sechste Runde. Neben den vielen kleineren, attraktiven und bereits traditionellen Laufevents hatten diesmal Spitzen- und Hobbyläufer gleichsam die Chance, den Bezirk Mödling zu erkunden. Neben dem Halbmarathon gab es auch einen Viertelmarathon, einen 5-Kilometer-Lauf sowie einen 5-Kilometer-Dreier-Teamlauf, 5-Kilometer Nordic Walking und Kinder- und Jugendwettbewerbe. Um 9 Uhr hat es bereits begonnen mit dem 5-Kilometer-Lauf und dem Nordic Walking über 5 Kilometer. Und um 10 Uhr ist dann der Viertel- und Halbmarathon. Kurz danach sind noch die Kinderläufe, die Minis, die Kids, Schüler- und Jugendbewerbe finden dann direkt im Schlosspark statt. Sie haben es als Erste hier ins Ziel geschafft. Was ist das denn für ein Gefühl? Ja, es ist natürlich was Tolles. Ich war ein paar Mal das Band durchlaufen darf und es ist jedes Mal ein schönes Gefühl und dazu hört das Trainieren dann aus. Wie war das Training denn? Ja, nicht so anstrengend. Ich meine, ich mache sehr viel Wettkämpfe. Ich bin es gewohnt und für mich ist eigentlich der Wettkampf ein Training. Aber es ist einfach ein super Gefühl, wenn man sich mit anderen messen kann. Es ist ein schöner Lauf und ein guter Start in die neue Laufsaison. Sind Sie das erste Mal hier dabei? Nein, das dritte Mal. Was fasziniert Sie denn so am Laufen? Es ist ein toller Ausgleich. Man kann sich Ziele setzen, die man erreicht oder immer darauf hinarbeitet. Und ja. Ein schönes Hobby, würde ich sagen. Was glauben Sie, macht diese Veranstaltung so beliebt? Es ist ja wirklich viel los hier. Ja, zum einen das Datum, also das verlängerte Wochenende und das ist wahrscheinlich auch Teil der Thermentrophäe ist. Wenn Sie sich jetzt hier umschauen, wie würden Sie denn die Stimmung beschreiben? Familiär, positiv, traumhaft schön heute einfach auch. Durch das Wetter ist einfach die Stimmung super und eine familiäre Stimmung. Und genau, jetzt wunderbar einfach. Ausschlaggebend für die Realisierung dieses Laufevents ist Hauptsponsor Raiffeisen und die Gemeinden Maria Enzersdorf, Brunn am Gebirge und Mödling. Ich glaube, es ist wundervoll, wenn man mal nicht in Wien läuft, sondern vielleicht auch einfach mal außerhalb, vielleicht auch dort, wo man wohnt und einfach in einem wunderschönen Gebiet läuft. Wir sind von Raiffeisen, also wir unterstützen ja auch, wir sind ja Hauptsponsor von diesem Lauf und ich glaube, das wird jedes Jahr merken, wir werden immer mehr Teilnehmer und das freut uns besonders. Und heuer haben wir überhaupt ein tolles Wetterglück. Die heutige Stimmung ist natürlich hervorragend. Ich muss noch einmal den blauen Himmel und Sonnenschein erwähnen, weil da geht nichts mehr drüber. Warum ist es denn der Raiffeisenbank ein so großes Anliegen, dass man so sportliche Veranstaltungen hier fördert und unterstützt? Weil wir uns sportlich jung präsentieren wollen und bei aller Tradition natürlich auch genau diese Werte präsentieren wollen. Für uns ist das immer eine Ehre, auch diesen Lauf unterstützen zu können. Ja, super organisiert. Ich finde es bewundernswert am Ostermontag nach den Osterfeiertagen, dass so viele Teilnehmer da sind. Und eine ganz tolle Geschichte und bin sehr happy. Ja. Warum unterstützen die Raiffeisen eine so sportliche Veranstaltung? Weil erstens der Start. Vorher die Woka bzw. für den 5-Kilometer-Lauf direkt vor unserem Hauptgebäude in Mödling stattgefunden hat. Der Lauf geht durch unser Genossenschaftsgebiet, durch unser Marktgebiet. Wir haben eine gewisse regionale Verantwortung und darum ist es unsere Freude, hier jedes Jahr dabei zu sein. Die Teilnehmerzahl konnte sich sehen lassen. Grund genug, schon für das nächste Jahr zu planen. Wir haben jetzt knapp 1000 Teilnehmer. Ich hoffe, dass wir es das nächste Jahr schaffen, endlich über die 1000 zu kommen. Und der Erfolg ist einfach die Verbindung, glaube ich. Das ist das Wichtigste bei dem ganzen Lauf.